Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von It's Raining Men, einer neuen französischen Komödie. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist die Lida. Hallo Lida. Bonjour, lieber Stu. Bonjour. Lida, ich muss ehrlicherweise sagen, ich freue mich sehr auf diese Besprechung. Nicht etwa, weil der Film so unglaublich anders oder so unglaublich gut ist, sondern weil der deutsche Titel ist natürlich angelehnt an diesen bekannten Song der Weather Girls. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Titel, denn ich frage mich jedes Mal, wenn ich diesen Titel höre, was würde denn eigentlich passieren, wenn wirklich statt Regentropfen Männern von der Wolke, ob die auf den Boden fallen würden. Das ist ein sehr interessantes Szenario. Denk mal drüber nach. Ja, also zumal da ja auch ständig Halleluja dazwischen geschrien wird oder gerufen wird, gesungen wird, hat das wirklich was von so Endzeit, Apokalypse. Gott richtet die einen und die anderen dürfen dann irgendwie ins Himmelreich. Ne? Denn anders als totale Zerstörung kann man sich das ja nicht vorstellen. Das ist ja eine doppelte Gefahr. Zum einen die, die fallen und dann die, die von ihnen erschlagen werden. Genau. Ich habe sogar die moderne Technik mal benutzt und habe gesagt, liebe moderne Technik, was würde passieren, wenn es einen Regenschauer mit Männern geben würde? Jeder dieser Männer wiegt 80 Kilo und ist 1,80 Meter groß und das Ganze würde über Hannover passieren. Und ich habe tatsächlich eine sehr interessante Situation bekommen. Straßenschäden, ja, wären da, Fahrzeugschäden, psychologische Schäden, die ganzen Leute, weil diese Männer natürlich auch aufplatzen, wenn die von großer Höhe auf den Asphalt knallen, ja. Das ist ein Szenario, das ich so absurd und so faszinierend und so spannend finde, dass der Film, über den wir jetzt reden, dagegen eigentlich nur absticken kann. Ja, also ich bin auch, also man muss sich auch mal ja wieder vor Augen halten, dass der Song ja eigentlich die völlig falsche Überlebensstrategie zuregt, indem er sagt, dass man auf die Straße gehen soll. Und ich habe mich auch mal gefragt, warum 9:30? Also diese Cast hier sollte ja ursprünglich 9:30 beginnen. Leider war ich etwas zu spät, nicht weil es Männer geregnet hat. Aber warum? Ach nee, 10:30. 10:30. 10:30, ja. Warum 10:30? Also warum regnet es nicht um 9:15 Uhr mehr? Oder um 7:20 Uhr? Also warum 10:30? Was wollten uns die Weather Girls damit sagen? Und die sagen auch, also ich finde es auch so toll, dass der Song ja so eine Anspielung auf Fake News macht, weil es eine Stelle gibt, wo es irgendwie sowas heißt, according to all sources. Ja. Also das ist ja so, wie wenn man sagt, Wissenschaftler haben herausgefunden. Experten bestätigen das. Ja. Es ist spannend, es ist ein interessantes Thema. Wir können da gerne gleich noch ein bisschen weiter reingrätschen, aber jetzt glaube ich, müssen wir uns um diesen Film kümmern, der am 9. April in deutschen Kinos startet. Und der neue Film ist von Regisseurin Caroline Vignal. Die sagt mir nichts. Hast du da irgendwie Infos? Hast du von der Dame schon mal irgendwas gesehen? Mir fällt spontan auch kein Werk von ihr ein. Vielleicht ist sie in ihrer französischen Heimat bekannter, aber hier in Deutschland offenbar. Ja, dann ich sehe gerade, sie hat gedreht 2020 Mein Liebhaber, der Esel und ich. Sagt mir jetzt auch. Ja, der Titel klingt ähnlich vielversprechend auf Deutsch wie der englische, aber aus dem deutschen Verleih dem Film aufoktroyierte Titel. Also ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, sich diese Titel auszudenken. Der Originaltitel macht den Film zwar nicht besser, aber war zumindest passend. Ja, im Original heißt er übersetzt so viele wie Iris und die Männer. Und diese Iris steht auch im Mittelpunkt. Kannst du uns eben kurz erklären, was erwartet uns bei It's Raining Men? Ja, wir haben hier die seit langem verpartnerte Hauptfigur, die sich bei einer Dating-App anmeldet und so auf einmal von vielen verschiedenen Herren angeschrieben wird und sich auch ganz begehrt fühlt, was aber auch ihre Selbstpräsentation und ihr Privatleben beeinflusst. Iris, wie sie wenig überraschend heißt, entdeckt also, es gibt noch mehr Männer als den man zu Hause hat und dass sie
noch jung und attraktiv genug für all diese auf der Dating-Plattform herum mailenden und lungernden Singles ist und ein tolles Liebes- oder Sex-Leben haben kann. Ja, vielen Dank. Ja, und jetzt habe ich schon so mein erstes Problem, denn ich kann nicht viel über den Film sagen, außer dass ich mir ihn angesehen habe und der so an mir vorbeigeflogen ist, wie so ein Männerregen. Es gibt ein paar Aspekte an dem Film, die finde ich okay. Zum Beispiel hatte ich nie das Gefühl, dass er sie dafür so verurteilt, dass sie halt eben sexuell so ein bisschen was, ich möchte nicht sagen wagt, aber dass sie so ein bisschen aus ihrer Komfortzone heraustritt, weil sie ja anscheinend mit ihrem Ehepartner oder Lebensgefährten da nichts mehr läuft. Nichtsdestotrotz war das wieder so ein Franzosenfilm, der in so einer Welt spielt, die mir halt einfach so fern ist. Das sind alles so gut situierte Wohlstandslollis, die da rumlaufen. Und ja, der Film gibt mir vor, dass er halt irgendwas erzählt, was ganz nah am Leben ist. Aber es ist dann einfach nicht nah genug an meinem Leben. Wie war es bei dir? Von meinem Leben könnte das nicht weiter entfernt sein. Das hat verschiedene Gründe, wie schon allein die Sexualität und die Art von monogamer heterosexueller Zweisamkeit, um die das Ganze trotz dieses aufgesetzten, ja, freie Liebe-Rahmens letztlich kreist. Na, das muss ich mal vorsagen. Hier wird zwar so getan, als ob jetzt die Hauptfigur sich mit allen möglichen Herren vergnügen würde, aber das tut sie letztendlich nicht. Letztendlich sitzt sie eben doch immer wieder brav bei ihrem Mann daheim und den zwei schon fast, jugendlichen Töchtern, die sie hat, und fühlt sich furchtbar begehrt, einfach nur, weil sie ein paar Mails in einer Dating-App bekommt. Nächstes Problem des Films, Dating-App, dass man überrascht ist, wenn man dort angeschrieben wird, wo natürlicherweise immer Männer in der Überzahl sind und Frauenmangel hängt und viele einfach jeder anschreiben und erst recht jedes neue Profil. Das wirkt dann doch etwas albern, und auch, dass sie überhaupt nicht weiß, bis ihr jemand zeigt, dass Dating-Apps existieren. Der Film ist ja jetzt nicht irgendwie aus den Zeros, sondern aus der Gegenwart, und Dating-Apps gibt's nun wirklich schon nicht, also seit Jahrzehnten, und dass das jemand einfach komplett übersieht, insbesondere da sie ja zwei jugendliche Töchter hat, die sie doch mit der Technik noch etwas in Verbindung bringen sollten, bizarr. Ja, es gibt vor allem diesen, ich nenne es mal Running Gag, der mir irgendwann echt nur noch die Nerven gekostet hat, weil halt immer ihr Handy vibriert und irgendwie rumklingelt, weil halt immer diese Nachrichten, diesen Dating-Apps reinkommen. Und am Anfang habe ich es halt verstanden, was der Film mir sagen möchte, aber irgendwann dachte ich mir noch, Gott, Kind, es kann doch nicht so schwer sein, dieses Signalton auszumachen. Das waren so Kleinigkeiten, die mich halt wirklich genervt haben an diesem Film. Nicht nur dich, auch mich und diverse Kolleginnen hat das sehr genervt, dieses, dass da eine Frau offenbar nicht weiß, dass ein Handy einen Ausknopf hat, oder auch, dass gerade, da sie Ärztin von Beruf ist, Zahnärztin, das Handy nicht neben dem Zahnarztbesteck auf dem Behandlungstablett liegt. Das sind so selbstverständliche, grundlegende Hygieneaspekte. Ich denke, jeder Mensch würde eine Zahnarztpraxis schnellstens verlassen, wenn er sehen würde, dass dort Herr oder Frau Doktor ihr Handy zwischen das Behandlungsbesteck legen, dass man dann 5 Minuten später oder 2 Minuten später im Mund hat. Oder auch mal einfach mit dem Handschuh aus dem Mund ans Handy fassen. Ja, Handy, wir haben es alle schon gehört, einer der unhygienischsten Gegenstände, die wir oft mit uns rumtragen. Und dann damit wieder die Behandlung fortführen. Also das sind einfach Sachen, die einen schon auf dieser Ebene in den Wahnsinn treiben, und von der Handlung und der gesellschaftlichen Aussage wollen wir gar nicht erst anfangen. Aber müssen wir. Dann bitte, Feuer frei. Also wie schon gesagt, ist dieser Film trotz seiner aufgesetzten Freizügigkeit unglaublich spießig. Im Prinzip ist alles nur eine bleib bei deinem Ehemann, leb weiter das monogame Leben Message. Denn auch der Gedanke, dass eine Frau zwangsweise irgendwie depressiv oder unglücklich sein muss, nur weil der Sex nicht mehr zu Hause so toll ist und dass sie von alleine noch nie auf den Gedanken kommen ist, dass sie ja auch dann sich den Sex woanders holen könnte. Männer sind ja nicht nur in der Dating-App, es gibt ja auch Bars oder die Arbeit oder nun bitte nicht auf dem Behandlungstisch, aber andere Orte, an denen man Männer trifft.
im Theater, also bitte, auf dem Konzert, Männer sind auf der Straße, in der U-Bahn. Also warum flirtet sie denn da nicht irgendwo? Und dann auch der nächste Punkt, sie hat kein einziges negatives Erlebnis mit dieser App. Keins. Absolut unrealistisch. Ja, also es gibt so ein semi-negatives Erlebnis mit einem Typen, den sie dann aber relativ gut und selbstsicher abwiegelt. Was ich mich halt mehr frage, wenn sie so unglücklich ist, warum, also wir haben keine einzige Szene, in der sie halt mit ihrem Ehemann sagt, so hör mal, wir haben hier gerade ein Problem und ich habe ein Problem, weil ich finde, bei uns läuft es gerade nicht so gut. Das fehlt mir irgendwie, weil sie ja relativ, sie ist unglücklich, zack, Dating-App und dann gefühlte 20 Minuten später habe ich das Gefühl, läuft sie irgendwie jedem Kerl hinterher, der in dieser Dating-App schreibt, jo, hast du Bock zu ficken. Das war irgendwie ein bisschen seltsam auf mich. Also das war eine Entwicklung. Ich meine, hey, nichts gegen einen sexuellen Appetit, ja, kein Problem, aber das wirkte so ein bisschen wie eine Entwicklung, die wo behauptet wurde, dass sie vonstatten gegangen ist, ist sie aber gar nicht. Das war direkt so gefühlte, also um es mal ein bisschen ja, übertrieben auszudrücken, von null auf Nymphomanie in 10 Minuten. Ja, das ist was Typisches wie das Drehbuch hat es so verlangt, darum tun die Figuren es. Es macht psychologisch und soziologisch überhaupt keinen Sinn. Auch der Gedanke, dass man praktisch nie sieht, dass sie versucht, irgendwie ihren Mann zu verführen oder mit ihrem Mann irgendwie Leidenschaft zu initiieren. Das geschieht nicht, also oder praktisch nicht, so dass man sich wirklich denkt, vielleicht will er ja auch und sie nicht. Also das ist wirklich so flach gemacht. Da geben sich die Produzenten auch kaum die Mühe, hier eine glaubwürdige Geschichte oder glaubwürdige Figuren zu präsentieren. Aber noch schlimmer wird es dann wirklich in Szenen, wo sie etwa ihre Töchter auf übergriffige Weise dazu drängt, Ja zu sagen, auch wenn sie keine Lust auf Sex hätten. Und so einen Vortrag hält, dass es doch schlimmer sei, wenn man Nein zum Sex sage, weil man denn keinen Sex wollen in einer bestimmten Situation oder den anderen als zudringlich empfindet, da man ja sonst als Frau irgendwie nur was verpassen würde. Und auch wenn es beim ersten Mal keinen Spaß macht, das ist ja ganz normal, mit der Zeit wird es besser. Hm. Also wie kann ein Film heute in der Gegenwart eine solche Botschaft unkritisch präsentieren und dann auch noch als gute Message für junge Leute und dann auch noch in einem Kontext von sexueller Selbstverteidigung, denn wenn man eine sexuelle Avance ablehnt, weil man keinen Sex möchte, dann ist es ja mehr ein Schützen der eigenen Grenzen, dass das als negativ und prüde dargestellt wird und dennoch als potenziell psychologisch gefährdend, das fand ich wirklich, also da musste ich so ein bisschen in meine Hand kotzen. Okay. Ich stelle es mir gerade bildlich vor, deswegen. Ja, man hustet so. Also, okay. Was der Film aber halt, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich möchte einfach diesen Film gucken aus Unterhaltungsgründen, einfach, ich möchte eine kurzweilige Zeit im Kino haben, muss ich weil aber auch weil ich immer sagen, den neuen Film aus Frankreich gucke, die neue Komödie genau. aus Frankreich. Also wir wissen beide, dass diese Phrase, die neue Erfolgskomödie aus Frankreich ist, kann nicht besser gehen. Das ist sowas wie der Ritterschlag, ja, das ist, also was wir gerade machen, ist ja auch quasi Majestätsbeleidigung. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn ich diese ganzen Idealismuskritik jetzt für mich jetzt außen vor lasse und denke, ist mir egal, muss ich aber auch sagen, ey, der Film ist halt einfach auch stinkend langweilig. Da ist kein Witz, da ist kein Tempo drin. Der geht nur 98 Minuten, aber der ist so zähflüssig erzählt. Und es gibt da noch so einen Moment, wo der Film dann auch seinen deutschen Titel hat, eine Art Musical-Sequenz, wo sie dann halt eben eine französische Fassung von jetzt Raining Man turnieren mit Tänzern und allem Pipapo. Das ist ganz nett gemacht, aber insgesamt ist es so, ja, so ein Schulterzucken. Also ich finde, dass dieser Film halt in wirklich in allen Bereichen nicht wirklich überzeugend ist. Von der Ideologie her, hast du ja schon gesagt, gibt es da ein paar Baustellen, um es mal so auszudrücken. Aber auch wenn man die außen vor lässt, finde ich, ist It's Raining Man halt wirklich kein Film, der eine Sichtung lohnt. Ja, kein einziger Witz funktioniert. Der Film hat trotz seiner schlichten Story keinerlei Pep, keinerlei Tempo, er quält sich dahin und ich kann es nicht oft genug betonen, es ist wirklich nicht komisch. Selbst wenn man über diesen sich ständig wiederholenden, verstaubten Humor lachen könnte, gäbe es da gar nicht genug Pointen, um wirklich eine Komödie zu rechtfertigen. Also es ist wirklich
Ja, mit dem Song seid ihr besser bedient und ganz ehrlich, der Song ist auch nicht so toll. Ja, muss man auch mal sagen, der Song ist auch so ein bisschen, der ist nicht verkehrt, aber er lief halt so oft und immer wenn man so unglaublich kreativ sein möchte, so zum Beispiel, was ich, wie jetzt hier, ne, Junge oder eine Frau erblüht wieder durch die Kraft der Sexualität, was spielst du dann? Ja, als Raining Man, das ist jetzt auch nicht so kreativ, aber ja, gut. Ich finde halt, wie gesagt, das Gedankenexperiment, was wäre, wenn es wirklich Männer regnen würde, wesentlich interessanter und spannender. Und ich kann deswegen auch nur sagen, ich wäre auch hier mit durch für meine Meinung als Raining Man. Hast du noch irgendwas außer dein Fazit, was du loswerden möchtest? Nein. Gut, dann ist jetzt Fazitzeit. Ich mach's kurz, macht keinen Spaß, ist ziemlich lahmarschig erzählt, braucht man nicht und nächster Film. Deine Meinung bitte? Ja, ein filmisches Unwetter, das zum Glück relativ schnell sich wieder verdrängen lässt. Da braucht man wirklich einen Regenschirm. Damit sind wir hier durch zu unserer Besprechung von It's Raining Man, der am 9. April in den deutschen Kinos startet. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de. Guckt da gerne mal vorbei. Ich sage tschüss. Stell mir jetzt noch die Frage, wenn It's Raining Man, also wenn Männer Regen sind, was sind dann Frauen? Hagel? Schnee? Kommentiert gerne. Vielen Dank, bis dann. Tschüss, Lida, du hast das letzte Wort. Tiefs, oder? Ich glaube, Frauen sind doch immer Tiefdruckgebiete. Die haben doch meistens weibliche Namen. Man weiß es nicht. War, glaube ich, früher so, ja. Ich glaube, das haben sie aber, glaube ich, ja, geändert, der Feminismus, oder? Ist nicht aufzuhalten, ne? Also wir wollten gleiche Rechte, aber hey, wir haben männlich benannte Tiefdruckgebiete bekommen, ist auch was. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.